Mit JC. Jetzt werden wir wieder ein bisschen die See unsicher machen. Jetzt geht's Mal ins tiefe schauen. Wasser. Entweder machen wir jetzt die Hauptmission. Oder. Oh, Die Kommando der Rama sieht sich Shura das aus, dass ich da sind sehr hinfahre? mächtig. Mir wäre wohler, wenn sie nicht in die falschen Hände fielen. Wir könnten das auch machen. Okay, da ist der Martin wieder. Das geht sich nie aus, wenn der schon da ist. Wie wir Piraten kämpft Admiral Vielleicht. Rama für die Freiheit. Und sie weiß, dass Ich sie habe ihn ihre schon eins Pflicht weggenommen. erfüllt. Ja, das kann er haben. Dann nehmen wir vielleicht das. Aber bis ich dort bin. Puh. Alle Seeleute, die ich kenne, beneiden dich. Zu lange dauern, dann haben die schon einen Vorteil. Na egal. Machen wir die Hauptmission. Und beim nächsten Mal musst du schneller dort sein. Ja, sonst kommst du nie nach mit dem Der Balken. Mieter also gezeigt, wie man schwimmt, Jetzt geht's ins. Dann werden wir hier die Mission da machen. Wahrscheinlich im Bus da vorne. Was kann das sein, Jupp. Die müssen wir jetzt mal auf den Grund des Meeres befördern. So Matrosen oder halt Piraten. Los geht's. Macht's den Mörser bereit. Feuer! Volltreffer. Hehe, das geht weg. Ja, ist jetzt auch ein Mörser. Schon gesunken. Der Große. Wirklich? Mein Schlachtschiff ist versunken, ist gesunken und ihr wollt das wirklich mit mir aufnehmen? Alle weg. Das war's schon wieder. Okay, nun zurück. Sind die Ausdauer wieder erholen lassen. Ah, perfekt, da ist auch ein Schatz. Glaube ich aber. Oh, er ist ein Schatz. Soll das überhaupt sein? Ein Lemur? Ich glaube, oder? Ein Lemur ist das. So, wir legen da jetzt an und dann tun wir noch also schnell reisen. Zu der anderen Insel. Also ich finde das Spiel cool, also mir gefällt es echt sehr gut. Das einzige, was mir fehlt, ist das richtige Entern. Das wäre so geil, wenn man richtig entern könnte und wen Assassin's Creed. Das wäre so geil, aber ja. Man kann ja nicht alles haben. So, nach oben. Mal gucken, was es hier so gibt. Okay, das ist mal die Kiste. Okay, das ist das Pulver. So. Muss ich einmal schauen, was da noch zu holen gibt, weil ich glaube, da war noch. Hä? War doch nichts mehr? Ich dachte, da war noch ein Schatz oder so, aber okay.
Oh ja, da. Das da. Achso, man kann da Waren kaufen. Ich dachte, ein Schatz. Hat ja auch so ein ähnliches Zeichen. Jumbo, sucht ihr vielleicht nach mir? Endlich treffen wir uns. Ah, jetzt das. Möge unsere Partnerschaft gesegnet sein mit Wohlstand. Wir haben viel Gutes über eure Abenteuer gehört, Kapteni. Dieser Pakt wird uns allen nutzen. Zurück zum Geschäft. Ihr transportiert, was wir von euch verlangen und stellt keine Fragen. Liefert die Waren ab, dann werdet ihr belohnt. Ganz einfach, Kapteni. Entweder ihr siegt oder... Gott bewahre, es kommt der Tag, an dem euch das Glück verlässt. Okay, hat was vom Film Transporter. Ach so, das ist sowas, okay, Mon. Und Zucker war ja auch jeder. Da habe ich schon zwei Missionen aktiv. Die Flut kommt und geht, aber Leute, gut zu wissen. Okay, das muss ich jetzt ausrüsten, aha. Okay, na, aber der Mörser ist viel besser. Ist das überhaupt? Oh, das ist wichtig. Ah nein, aber das mit 15% weniger Schaden ist auch super. Ich probiere es mal. Wenn es nicht so gut ist, kann ich es ja noch immer wechseln. Habe ich zweimal. Okay. Oh, jetzt muss ich das da ausrüsten. Vielleicht habe ich Munition dafür. Was soll es sein, Kapitän? Unsere Handelsschiffe suchen stets im Gegensatz. Wir sitzen im Sinn. Alles bevor ihr ins. So, ich brauche Muni. Das brauche ich auch. Selten. Okay. Gibt's nichts für den Mörser. Noch für Mörser, für den. Diese Raketen brauche ich, glaube ich. Und das muss ich überfallen. Gut, ja, wurscht, dann fangen wir mal daher. Ich kaufe mal Munition, dann probiere ich das mal aus. Diese Waffe, wenn die kacke ist, werde ich sie wechseln. Wieder auf meinen Mörser. Ich meine, das werde ich wahrscheinlich sowieso machen. Aber optional muss ich es mit Pulver machen, wenn ich das auch machen will. Und? Wisst ihr jetzt, wo sich die Sultana aufhält? Der Verräter hat hoffentlich geplaudert, bevor ihr ihn getötet habt. Das ist... hält euch über Wasser. Lässt der Glaube euch im Stich, tun's auch die Reparatursets. Geht, zeigt allen da draußen, was es bedeutet, Pirat zu sein. So. Wollen wir die Waffe mal testen? Warte, ich kann von da herüberfahren. Na ja, okay, ist ja egal. Na, das gefällt mir jetzt schon nicht. Nein, 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 nein. Ich bleib bei meiner Waffe. Das ist komplett kacke. Nein, das Zielen. Nein. Ich bleibe mit dem Mörser. Allein schon wegen der Überflutung. Wir sind in Sicherheit. Auf eure Posten.
braucht einer Hilfe. Nicht weit weg. Einer, der Hilfe braucht, ist ja auch, glaube ich, hier gleich. Ja, schauen wir mal dahin. Plündere den Konvoi, bevor es zum Ziel erreicht, okay? So eine Mission habe ich auch noch nicht gemacht. Da drüben fahren's. Fabio ruft um Hilfe. Ich komme, Fabio. Bin schon am Weg. So, der Mörser ist viel besser, da geht auch viel, viel weiter als diese Raketen. Ah, da ist er eh schon, der Fabio. Begrüßen wir ihn mal. Ein bisschen noch, dann haue ich den Mörser raus. Oh ja. Das. Fuck, nicht gehabt. Wir rennen. Oh ja. Alter, ich krieg da voll fest. Das ist der muss verbringt werden. Wow. Was ist denn da los? Massenkramblage. Oh, das ist der Mörser. Okay, Abstand lassen. Alter, das ist ein geiler Mörser. Andere eigentlich. Aber hinten, Vater. Ausweichen! Oh oh, das tut weh. Scheiße, mich versenkt. Oh Gott! Diese Mörserwaffe ist einfach so brutal von diesem einen Schiff. Ja, ich respawn da gleich. Sowieso wieder meinen Loot holen.
Dann brauche ich das dann zum Nachladen. Das einfach abschneiden, schießt mit dem Mörser auf die. Und Verstärkung auch noch. Nur schon meine Sachen. Ja. Bei Level 7 Schiff hat das schon sehr viel Power. Weil er auch sehr viel aus. Alter Schwede, da kriegt er überhaupt keinen Schaden. Wartet nach. Warte, hier schaut mit Feuer aus. Raus da. Wenn ich mir trotzdem ab und das macht Schaden, das ist ja Wahnsinn. Deckung. Nordlich. Dieses Schiff ist einfach brutal. Da kriegt er keinen Schaden oder so wenig Schaden. Ein guter Treffer. Und da muss ich mehr von dem Schiff sein. Super, ich will mich neben den. Der kommt. Das haben wir jetzt schon einen Tank, glaube ich. Ja, liegt. Jetzt weg. Weg.
Ihr fahrt auch schon weg. Würde noch was sehen? Gibt es da noch was zu holen? Nein. Eine geheimnisvolle Kiste. Schauen, was da drin ist. Bin gespannt, dass er so ausgezahlt hat. Da! Oh, würde der Mannschaft sicher gut tun, Captain. Ne, das glaube ich auch. Ne? Sie haben uns entdeckt! Oh nein, Freibeuter. Du wirst doch nicht mit mir kämpfen, oder? Ja, das machen wir auch. Und das Schiff reparieren. So. Schwarze. Nur wegen Opium? Nur wegen 5 Opium habe ich das jetzt gemacht? Das da auch? Oh ja, kaum. Das ist ja lächerlich. Ich dachte, man kriegt irgendwas Besonderes. Ja, alles lagern. So. Jetzt. Ah, da fährt er mit einer Karte. Halsabschneider. Na gut, machen wir jetzt das da. Ja, der Vater. Aber dem Schiff komme ich nicht nach, das was er hat. Das ist zwar schneller als eins. Mit 4 bis 5 Knoten, aber ich halte mir aus. Deswegen habe ich das Schiff. Das andere habe ich hier auch, aber das gefällt mir irgendwie nicht so. Ja, wenn ich 5000 Goldstücke habe, werde ich immer das letzte Schiff kaufen. Und sei bis jetzt eh nirgends dran gesehen. Ich spann, wie das dann sein wird. Level 8, okay. Aber ich kann einmal Hilfe holen lassen, vielleicht kommt denn noch wer. Bist du denn? Ein Handelsmarine. Ein Geisterschiff habe ich auch schon gemacht in so einer Mission. So ein richtiges Geisterschiff. Und es hat ja auch urgelbe Bewerfung gehabt. Mit so blauem Feuer. So wie das, nur mit blau. Das kann man auch kaufen, aber da braucht man eine eigene Währung, so eine rote Seelenwährung. Bis jetzt habe ich das nur bei dem Schiff gesehen. Ob man das sonst herkriegt, weiß ich nicht. Und die Mission ist jetzt auch, wird es noch einmal geben. Na, vielleicht, wenn man das durch schafft, vielleicht kommen da neue Sachen dazu. Oder Seeungeheuer. Habe ich auch einmal gemacht und dann weg. Habe ich auch 3 so Monsterzahnwährungen bekommen.
Ah, da ist ein Wrack. Wir gehen plündern. Na genau, jetzt kommt die feindliche Übernahme. Jetzt, wo ich hier bin. Okay. Ja, super. Und da gibt es keine schnelle Reise, wo ich gerade bin. Egal. Machen wir halt das. Jetzt bin ich schon da. 2 Minuten früher, dann hätte ich das schnell gemacht. Hätte ich mal wieder eine Insel geholt, eine Fabrik. Die meisten habe ich dort eh schon auf der Seite. Bist du bisher nicht aktiv? Jetzt. Das Kriegsschiff hat bestimmt Schätze an Bord. Stufe 3. Okay. So Leute, los geht's. Das verfehlt mich. Nun, 3 Türme haben wir da. Und der kleine Pirat kommt auch. Tür muss ich wegmachen. Gut da. An die Kanonen! Lange halten sie nicht mehr durch. Festhalten! Wer ist der auch noch? Was ist mit dir eigentlich? Wer ist der Reiter Handelsmarine? Alter Schwede, was ist das? Nicht da! Sehen schon was aus, aus meinem Schiff. Der nervt mich da, der verfolgt mich die ganze Zeit. Was ist denn das? Die ganzen diese Türme oder? Ich glaube schon nämlich. Der Treffer jetzt. Der ist doch mal weg. Der verfolgt mich noch immer. Alter, der nervt mich jetzt wirklich. Der hast du gehört, da gar nicht dazu, Junge. Ich werde jetzt ein bisschen weiter weg, dann kriegt er meinen Mörser. Ich glaube, da fährt das aber durch, oder? Nein, da ist er aber.
Seid bereit! Du versenkst mich nicht, du Ratte. Ich versenk dich. Wieder ein Schiff, ein neues. Na wo? Ach, hier neben mir gleich. Sehr dumm ist das, glaube ich. Schon wieder. Wir haben nur Schaden, wirklich. Das man nicht reparieren. Deswegen habe ich hier auch den Mörser drin. Mach dasselbe. Ich wollte mal wegbleiben von diesem Turm und dann weiter weg nur den Mörser drauf schießen am besten. Ich nicht. Entdeckung! Sie schießen aus allen Rohren! Exakt, Herr Rettchen! Ah, Position! So, ich wollte kurz schauen. Ich habe ja noch. Warte mal. Was ist eigentlich mit dem da? Kann man das benutzen? Nein. Für was habe ich das? Benutzen. Also, oh ja, da ist das. Kann man nicht benutzen, nein. Komisch. Oder was soll das für ein Reparatursatz dann sein? Ich nicht. Was ist denn das denn? Captain Dirk? Was ist mit ihm? Braucht er Hilfe oder ist das ein Gegner? Oh ja. Die Tür werde ich von da machen. Turm gewesen, ist der da? Die niederländische Handelsgesellschaft, Captain. Yep. Feuer! Alter, es ist ja mit so Ketten. Dann noch Kugeln. Bereit zum Feuern! Was dreist da?
Okay, hier ist er. Rolltreffer. Ist er noch? Schiff mag jetzt aus und her. Wäre dann auch noch was, was mit ihm, glaube ich. Und tschüss. Nicht ein Level Up, ein Piratenfürst. Ah, knapp. Oh ja. Das bin ich denn jetzt schon. Piratenfürst 11. Uhu. Schon. Oder? Und das ist der Gegner? Irgendwo ist ein Schiff schon eingedrungen nach hier. Fackel dich ab, Junge. Und tschüss. Und so Captain Sieg, der nicht auf einmal herkommt. Den Leben habe ich nämlich nicht. Wir können wieder einsammeln gehen und dann wieder Loot rausgelegt. Umdrehen. Okay, mit der Welt. Naja, den Ruf muss ich auch noch reparieren, weil das Rote da kann ich nicht mit einem Medikit reparieren. Muss ich anlegen. Hoffentlich wird das auch nicht mehr. Ah, komm schon, den nächsten zwei. Also es geht bereit, ja. Feuer! Oh, ihr weicht aus, oder? Nein? Zu langsam. Ein kleiner Schuss und die sind Geschichte, Captain! Mörser ist gleich geladen. Nächsten Schatz holen. Ah, ich bin schon auf 3, okay, aber wurscht. Machen wir fertig. Da hinten kommt der Kleine. Getroffen. Nope. Ja, das sind Fischfutter.
Schaut. Okay, jetzt sind wir fertig. Ich glaube, einmal kommen noch Gegner. Oder? Geht euch das nah, oder? Finish. Cool. Ja, da geht's voll durch, der eine. Ja, den lasse ich. Okay, zur Radma zurück. Wir werden mal hier anlegen und das Schiff reparieren. Wirklich jetzt. Also der steht. Ich dachte, der fährt. Das ist ein Dirk. Oder Dirk. Dirk, Dirk. Dirk, Dirk. Na super. Die ganze Flotte von denen. Shellack, das ist auch seltener. Wenn ihr mich jetzt abschießt. Oh, warum bin ich runtergegangen? In der besten Liste. Wirklich, wie läuft mich jetzt an? Jo, runter. Da ist da. Nein, der, ich glaube, der schafft es noch raus, oder? Ja. Nein. Ist er getroffen. Die Richtung. Da kommt noch jeder, dann kann ich euch einsam. Okay. Super, singt einfach. Ja, okay. Der Pirat kommt auch noch, oder was? War so knapp. Ah, ich bin gleich da. Eine Runde vor Point. Ja, wie versenkt sich an der Typ? Bin nicht dran. Das war's mit ihm. Ja, selbst schuld, hätte es locker gelassen, Junge. Jetzt liegt am Meeresgrund. So, Fracht zu verwalten. Sind wir bald voll im Lager. Die Waffe, von der Rama sprach, klingt in der Tat sehr mächtig. Mir wäre wohler, wenn sie nicht in die falschen Hände fiele. So. Wie wir Piraten kämpft Admiralin Rama für die Freiheit. In einem Sturm. Oh, wir haben eine neue Kiste wieder. Fünf Level up. Die Geißel der Freiheit, so nennen sie mich. Bitte eine Panzerung, bitte eine Panzerung, eine bessere.
schon wieder. Wie oft kriege ich denn das noch? Na, wenn, dann geht's mal Leopold 3. Das habe ich schon dreimal bekommen, diese Waffe. Ramas Wohnsitz. So, so, ihr wart bei den Holländern. Keine großen Gastgeber, aber es gibt immer viel zu plündern. Und schon wieder das Chinesen-Ding erst abgeben, das ist das. Na also, wir werden langsam gut darin, was? Alle haben sich genau an den Plan gehalten. Die Erfindung, die du geborgen hast, nennt man Termiten. Späher befestigen sie an Türmen und legen sie damit in Schutt und Asche. Das Ergebnis ist recht unschön. Die Explosion unterscheidet nicht zwischen Steinen und Menschen. Ich gebe dir eine. Diese Termiten richten ein Gemetzel an. Aber sie wollten es so. Ich wusste, das Pulver würde euch gefallen. Ich wollte es euch nur selbst sagen hören. Die chinesischen Händler waren sehr vorsichtig. Sie haben mehr dieser neuen Erfindung rund um den Indischen Ozean versteckt. Es verleiht uns nicht nur einen taktischen Vorteil. Zum ersten Mal nehmen wir ihnen etwas, das uns nie gehörte. Etwas, von dem sie dachten, es sei ihres. Und das ist ein gutes Gefühl. Ich habe gelernt, mich anzupassen. Habe gewiefte Partner gefunden. Und nun habe ich das Werkzeug eines echten Piraten. Ich war noch nie so bereit zu kämpfen. Und du das sagst? Aber vielleicht ist in dieser Kiste was Cooles drin. Torpedo, cool. Okay, das ist vielleicht schon besser. Ihr werdet zu einer Quelle der Inspiration für unsere kleine Insel. Nach dem Pfefferpreis. Seid ihr das beliebteste Thema? Vielleicht schürt ihr bei den Holländern genug Angst, dass ihre syphilisverseuchten Händler unseren Märkten fernbleiben. Oh, es tut gut zu nehmen. Besonders von denen. Doch ich frage mich, Pirat, wurdet ihr schon beraubt? Ich glaube, liebes selbst. Ich schätze, es liegt in unserer Natur. Kinder des Chaos. Das sind wir. Wir müssen jede Schwäche der Handelsgesellschaft ausnutzen, bevor sie unüberwindbar wird. Gute Arbeit. Es war höchste Zeit, die holländischen Händler auf Piratenart willkommen zu heißen. Sieh ab von Gier und Kummer. Lass sie wie Wachs dahinschmelzen. Dann wirst du deine schwierige Aufgabe vollbracht haben. Ich habe dieses Buch geliebt. Besonders diesen Vers. Jetzt erkenne ich, wie dumm er ist. Eine törichte Weisheit. Die Elite hält uns für gierig. Wir teilen miteinander. Wir kümmern uns umeinander. Doch wir teilen, was einst ihnen gehörte. Und das gefällt ihnen nicht. Ich weiß, dass wir nicht gierig sind. Aber wenn man frei ist und sich nimmt, was man will, werden die anderen neidisch. Dann wird man beleidigt. Sünderin. Rebellen. Verräterin. Hure. Van Kinkel mit seinen Schiffen voller Gewürze und dem Fort voller Schätze erklärt seine Gewässer für frei von Piraten.
als ob er uns einfach wegzaubern könnte. Devil May Cry. DMC. Er ist neidisch. Unsere Existenz bedroht die seine, also setzt er ein Kopfgeld auf euch aus. Ihr steht für Hartnäckigkeit. Eine hartnäckige Freiheit. Er mag euch nicht. Los, trefft den Mann, der die Piraterie ausmerzen will. Nehmt, was ihr wollt. Sein Leben, sein Vor, ist mir egal. Doch zeigt ihm, dass unsere Freiheit nicht vor seinen Toren endet. Okay. Was meint sie? Genießt den Frieden eures Schiffs. Ich beneide euch wirklich. Na gut. Dankeschön. Oder ein Prolet. Eine Kette. Ein Proletenpirat. Ein Prolat. Die muss ich auch noch alle machen. Oh, aber 12 und 11. Junge, Junge, den werde ich niemals versehen alleine. Den wahrscheinlich auch nicht. Ja, die eher. Geht denn da wieder die Übernahme los? Nicht, dass ich wieder da auf einmal da bin und auf einmal verpasse ich wieder eine. Ein Ring des Feuers. Ja, dann werde ich mal da hergehen. Gibt es da noch irgendwo was zu holen? Veredelung, man. Es heißt, ihr hättet einen Piratenjäger besiegt. Ah. Gut. Eine Bedrohung weniger. Ja, mal das mal, werde ich sicher mal brauchen. Ich kann nicht immer nicht jagen, apropos, bis jetzt. Weil ich nicht mit diesem Dorf fallen, was entfernt alle Statuseffekte, aber zählt dieses. Wassereindringen nicht, weil Statuseffekt. Nur Feuer, was gibt's denn sonst noch? Macht's gut. Wenn mir doch nur jemand ein paar Münzen geben würde. Hm, so, so. Vielleicht wird aus euch ja doch noch was. Magnet habe ich nicht, oder? Nö. Ich erwarte nichts als die besten Materialien. Da habe ich eh nichts mehr, oder? Jetzt so. Ah, oh, die Kiste, genau. Ah, Rimper. Oh, gefällt mir nicht. Die überfluten, das meine ich. Ist das da ein Statuseffekt? Und das ist dasselbe, ne? Ja. Das ist ein bisschen stärker, ist aber hat keinen Effekt. Wie oft ich das habe. Und es gibt aber ein stärkeres auch. Neues kriegt. Rabe. Na, jetzt beginnt die Übernahme, ne? Das habe ich gemeint. Oh, sieht auch cool aus. Habe ich das alles oder was? Nein, muss ich alles kaufen. Wow, sieht auch fett aus. Breaker. Was hat denn das alles? Das kaufe ich jetzt, oder? Ja, komm. Gönnen wir sich mal was.
Cool. Oh, ich kann wieder einsammeln gehen, ist alles voll. Hier auch noch was? Ja, da. Du, man hat kein, da gibt's da kein Schiffsrad, ein anderes Steuerrad, Schiffsrad, Steuerrad. Oh ja, habe ich noch nicht ausgerüstet. Jetzt aber. Vollständig. Soll das sein, das haben wir. Das ist aber auch geil. Wie kostet denn das? Steht gar nicht. Wrecker. Steuerreich wird zu geil aus. Der Sturm beginnt. Van Kinkel erklärt sich zum König von Niederländisch-Indien. Leider gibt es keine Skins für Kanonen. Oder? Nein, sie verändern sich, glaube ich, nicht mit auf. Am niederländischen Fort auf uns. Wir sollten uns sputen. Die Waffen schauen immer gleich aus. Aber trotzdem passt das, wenn sie zu stacheln haben. Und dann der einzige da hinfährt, aber perfekt. Oben Krähen ist. Dann dauert eine Minute. Scheiße, diese Hand da oben. Faust, oben rechts. So, gibt's da irgendwie einen Turm? Drüben, oder? Okay, ich werde gleich weg. Dann ist das einmal das erste, was ich wegballer.
jetzt zum Schluss. Oh, da ist ein anderer Spieler bei euch. Das ist, wo der Devil Stakes jetzt herkommt. Was ist das? Zwei Türme. Und da oben noch ein bisschen schießen. Oh, weg da. Haben wir die Runde beim Berg. Und da schon werde ich ja perfekt. Seine Schiff wollte gar nicht ändern. Da ist ein Elf-Falter sogar auch. Ihre Säge sind am Fett! Sie gehören uns! Verrollt, machen Sie Sie unseren Zorn spüren! Oh! Ist was lang! Mal nachladet. Positionen einnehmen. Steht. Sie sinken jede Sekunde. Sie werden immer mehr. Feuer! Das kann ich auch machen. Ups.
Oh, wo sind wir? Was er jetzt gerade rausfahrt. Na, ich komme wieder. Aber wie kann der auf 11 sein? Das Schwanzgesicht. Mal schnell, schnell, warum soll ich? Dann brauchen wir lang zum Nachladen. Feindliches Schiff! Sie haben wohl Verstärkung gerufen! Ja, sind wir ein paar. Meine Sachen holen. Warnen, gehört mir. So. Anbauen. Aber dann kann ich viel sammeln. Na, ich hätte Lotus nehmen sollen, verdammt. Puh.
Soll mein Schiff reparieren. Gibt's denn einen Anlegedings da? Ah, hier ist ja, glaube ich. Grafikfehler. Wir können ja auf Level 11 sein, das check ich nicht. Ein Chinese oder Asiate. Oder das mit dem Schiff zu tun. Vielleicht geht es ja da um die Panzerung. Ich habe glaube ich eine C80, oder? Ich glaube, der W40 ist das höchste. Aber sonst kann man nicht vorstellen, dass der da nicht, was der bewaffen hat. Panzerungstypen hat er gegen alles, oder? Alle vier Dinger. Ja. Mal schauen, was ich habe. Muss auch an hier oder so schauen. Ja, nur zwei. Ja, das sag ich, das ist die Panzerung. Na, vielleicht sieht man es in der Story, wenn man die Story fertig spielt. Auf alle Fälle kaufen kann man es nicht, außer mit diese Goldmünzen, dann brauchst du 5000. Und ich weiß, dass die so schnell 5000 haben. Nicht mal ich hab das. Und ich habe echt viele Firmen schon eingenommen, so Inseln, Produktionsstätten. Ja. Oh, ich habe 340, ja, aber was dann? Dass er die Runde fahren und sie alle einsammeln. Hier, hier, hier. Hier und hier. Und hier. Ja, das werde ich aber im nächsten Video machen, mit Sammeln. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und bis zum nächsten Video.